Gimme that, Bro 5. Hier ist wieder Grindos und ich sage Welcome back to Far Cry 5. Wir befinden uns in der vierten Aufnahmesession der Reihe hier auf dem Channel und wie du siehst, habe ich mein Mikrofon mal ein bisschen anders positioniert. Wir gehen auch sofort weiter. Ich muss mir bloß mal ganz kurz, ich bin jetzt gerade erst selber ins Spiel reingewechselt und ich habe das Spiel seit 6 Monaten nicht mehr angefasst. So lange hat es ja jetzt auch ungefähr gedauert, um das alles hochzuladen. Und ich denke mal, wir werden uns jetzt hier irgendwie... Wo sind denn wir eigentlich? Sind wir in Henbane River oder sind wir in Holland Valley? Ich glaube... Faith Region steht hier einfach bloß. Aber ich glaube, wir sind bei Henbane River, ne? Whitetail Mountains? Henbane River, ja, genau, okay. Und Henbane River hat ja ein paar schöne Sachen, die wir noch befreien können. Ich denke mal, wir machen mal hier das Sacred Skies Jugendlager. Das befreien wir jetzt mal diese Folge. Vielleicht machen wir noch ein bisschen mehr. Und ich erzähle dir dabei ein bisschen was, so wie üblich. Wir haben ja hier das letzte Mal ein bisschen Krieg gespielt. Haben uns mit Hubschraubern beschmeißen lassen und haben... Nee, weißt du was? Ich bin wieder ein bisschen konfus. Weißt du was, ich guck mal, ob wir hier irgendwo ein bisschen schnell reisen können. Wir befinden uns hier. Und eigentlich ist ja der kürzeste Weg, wenn wir hier eine Schnellreise machen hierhin. Nein, sind wir hier oder wollen wir hier hin? Wir sind hier und wir wollen... Quark, okay. Da wollen wir hin. Gut, alles klar. Gibt es hier irgendwo einen Ort, wo wir schnell hinreisen können? Maximal hier hin, ne? Das Moonflower und der Moonflower Trailer Park und dann hier rüber. Aber das ist auch ein ganz schönes Stück. Ich glaube, ich hole uns lieber einen Helikopter ran. Und, mal gucken, wo der ist. Oder haben wir hier eigentlich schon... Wir haben hier noch gar nicht irgendwie nach Missionen gefragt, ne? Entschuldigung, aber das müssen wir jetzt noch machen. Achso, ja. Da drüben ist der Helikopter. Und wir werden wieder angegriffen. Was ist das denn? Ach ja, okay. Ah ja, okay. Sehr schön, ich muss gerade mal ein bisschen gucken, wie ich hier... Nee, das ist aber nicht das, was ich wollte, Alter. Ah. Na also. Kaufe Helikopter und passe sie an. Und wir wollten eigentlich gerne, dass die Tulip hierher kommt. Aber hier kann man wirklich bloß die Helikopter kaufen. Kann man die hier nicht auch spawnen? Ah, hier. Okay. Wie mache ich das jetzt nochmal? Ja. Sehr schön. Na, super. Ich habe gerade überlegt, ob ich die Folge einfach nochmal starte. Und das mache ich aber nicht, weil wir jetzt ein bisschen... Also ich hatte überlegt, ob ich das mache, weil wir jetzt ein bisschen viel rumgeeiert haben hier. Was verfolgst du da eigentlich? Und eigentlich müssten wir... Ja, du kannst nachher wieder neu spawnen, wenn du in meiner Nähe bist. Warte, das hier nehmen wir kurz mit. Also eigentlich müssten wir Faith Region diese Aufnahmesession fertig kriegen. Und... Soll ich hier einfach mal mit der Tulip reinfliegen und die alle platt machen? Auf so eine Art und Weise, dass wir einfach so ein bisschen wirklich Remi-Demi machen? Oder? Ich glaube, ich lande hier. Ich lande unsere Tulip und dann versuchen wir mal wieder die Ninja-Mission. Okay. Ja, ich muss heute ein bisschen mich ranhalten und ich kann heute leider auch nicht überziehen, auch wenn wir jetzt am Anfang ein bisschen rumdicken, weil ich
echt ein bisschen Zeitnot wieder mal habe, überhaupt hier... weil ich ein bisschen Zeitnot habe, überhaupt die Folgen rechtzeitig hochzuladen. Übrigens habe ich eine gute Nachricht für dich, falls du jetzt... Aua. Falls du jetzt aktuell dabei bist. Ich, bin nämlich jetzt mit Ghost of a Tale durch. Und da das jetzt nicht mehr sich im Wechsel befindet mit Far Cry 5, wird jetzt jede Woche eine Folge Far Cry 5 kommen. Und nicht mehr alle zwei Wochen, sondern jede Woche. Und ich muss mich gerade ein bisschen beeilen, weil... Ah, sieh mal an. Irgendwie... Ja, also ich muss mich ein bisschen ranhalten, weil ich nächste Woche nach Frankreich fahre und dann für eine Woche in die Schweiz. Aber so richtig viel cooler Shit war hier jetzt nicht drin. Na gut, ist nicht schlimm. Hier gibt's Messer. Hier gibt's Waffen. Ja, eigentlich brauchen wir das alles hier nicht. Okay. Ich bin jetzt wieder still. Weil, also, ich wollte dir noch kurz erklären, warum ich das jetzt mit dem Mikrofon ein bisschen anders umgestellt habe, weil ich nämlich immer dafür gesorgt habe, dass das Mikrofon verschwindet. Mir hat mir jemand gesagt, was, das verschwindet immer, das habe ich gar nicht gemerkt. Aber du hast bestimmt gemerkt. Hat er die jetzt alarmiert? Ich will doch nur den Alarm abschalten. Okay. Ja, ach. Das war ich. Damit er mir nicht wieder auf die Nerven geht. Haben die jetzt doch den Alarm? Wir haben den Alarm gehört! Hilfe ist unterwegs! Na toll. Okay. Okay. Ja, einfach weil ich... Weil ich jedes Mal... Weil ich jedes Mal dafür sorgen musste, dass die wieder verschwinden, also dass mein Mikrofon verschwindet. Ein richtiger Krieg hier. Verstärkung nähert sich von Osten. Von Osten? Shit. Oh, shit. Na, haben wir es jetzt bald mal. Eigentlich sind die doch gar nicht so schwer. Wer bist denn du? Bist du ein Gegner? Ihr seid Gegner. Ihr Schweine. Sag mal! Eieiei. Ich will nicht drauf gehen. Okay, sehr gut. Unser Companion hat das für uns jetzt erledigt, den letzten. So, also ich habe immer dafür gesorgt, dass das verschwindet. Und das hat natürlich dann, ist immer ein Bearbeitungsschritt. Und das ist halt ein bisschen nervig, beziehungsweise ich will einfach mein Output jetzt ein bisschen erhöhen. Du konntest mich also echt deine Hilfe brauchen. Aber ein zweites Mal falle ich nicht auf dich rein. Okay. Gut, ich frag dich jetzt mal, was du für eine Mission hey, für uns Mädchen. Hast. Hi, Ma'am. Funk. Gute Arbeit am Lager übrigens. Natürlich haben wir jetzt ein anderes Problem. Da unten am Fluss gibt's einen gefährlichen Puma. Das ist kein gewöhnliches Tier. Er soll eines der gescheiterten Experimente der Sekte sein. Er tötet jeden, der ihm zu nahe kommt. Die haben ihn so voll Bliss gepumpt, man kriegt schon Halluzinationen, wenn man nur neben ihm steht. Ich habe einen Trupp losgeschickt, um ihn zu erledigen. Aber die kam nicht zurück.
sind wahrscheinlich tot. Ich hätte gern, dass du das zu Ende bringst. Aber ich sag dir, das Vieh ist super gefährlich und absolut unberechenbar. Er ist voll auf Catnip. Ich, Narren, dachte, wir hätten eine Übereinkunft. Nein, haben wir nicht. Ich, Narren, dachte, dass wir einander vertrauen. Ich hab schon wieder voll die Hallus. Wegen ihr. Wie geht's, Süße? Okay. Ah, weißt du, was ich jetzt mache? Aber ich das Vertrauen wurde missbraucht. Wieder und wieder. So ist es. Was ich jetzt als allererstes mache, ich gehe jetzt mal in unsere personalisierte, spezielles Outfit. Und ich will uns jetzt erstmal wieder was Neues anziehen, weil das muss ja nicht sein, dass wir hier so rumlaufen. Was hatte ich eigentlich das letzte Mal uns angezogen? Ich glaube. Was hatte ich denn das letzte Mal an? Das würde ich gerne wieder anziehen, weil ich fand das eigentlich ganz cool. Ja gut, in dieser Folge überziehe ich jetzt mal ein bisschen, weil wir jetzt halt viel Scheiß machen und weil ich auch viel eigentlich noch erzählen will, jetzt in der ersten Folge. Echt. Was hatten wir denn an? Ich glaube hier diese grüne Hose. Ja, komm, das sieht doch gut aus. Dann lassen wir ihn jetzt so. Ja. Vielleicht noch eine schöne Kopfbedeckung? Gibt's hier irgendwas Cooles? So eine Sonnenbrille wäre ja geil, ne? Was kosten die? 900! Das ist aber eine teure Sonnenbrille. Musst du immer das Beste nehmen? Komm, die kaufen wir uns jetzt einfach mal. Ja. Nice. Jetzt sehen wir noch mehr aus wie Johnny Knoxville. Okay. Ab jetzt wird es keine Einmischung mehr geben. Keine Ablenkung. Keine Gnade? Aber ich stehe auf Gnade, also für mich, nicht für euch. Also, da ich das Mikrofon immer verschwinden lassen musste, also es gibt jetzt zwei Gründe, warum das hier oben hängt. Hier unten hängt jetzt. Das ist der Wille des Vaters. Hör doch mal auf, mich voll zu labern. Es gibt zwei Gründe, und zwar ist ein Grund, dass ich jetzt hier was lesen muss. August 2009, Alana. Ich kam als kleines Kind hierher und es war schrecklich. Die Kinder im Camp tranken Alkohol, wenn die Betreuer nicht hinschauten. Jeden Tag wurden Kinder bedroht und verdroschen. Ich schwöre es dir, es gibt niemanden, der bösartiger ist als Kinder. Aber jetzt? Ich habe mich noch nie im Leben so willkommen gefühlt. So geschätzt für das, was ich bin. Es ist eine Jugendgruppe namens Eden's Gate. Es gibt keinen anderen Ort auf Erden wie diesen. Komm, schließ dich uns an. Wir werden wieder zusammen wie Kinder im Camp sein. Schreib mir bald. Ian. Okay. Klingt so ein bisschen wie die Hitlerjugend. Gut, während ich den knacke, kann ich vielleicht dir jetzt ein bisschen was erzählen. Es sind halt immer aber Arbeitungsschritte und ich möchte jetzt eigentlich so viel Zeit einsparen wie möglich. Unter anderem hat es auch den Grund, dass das jetzt hier unten hängt, damit ich mal dieses Problem löse, dass der immer so leise aufnimmt, weil jetzt spreche ich wirklich direkt ins Mikrofon rein. Und atme wahrscheinlich auch direkt rein. Ich sollte dich nicht auf so eine Scheiße aufmerksam machen, weil jetzt hörst du es wahrscheinlich die ganze Zeit. Nein! Und wir suchen uns jetzt gleich mal unser nächstes Ziel, würde ich sagen. Ich mache das eigentlich ganz gerne, hier so Außenposten zu befreien. Das ist 1000 Meter weit weg. Das war's. Ach, das ist Holland Valley. Okay. Ja, gut. Aber das ist alles 1000 Meter weit weg. Wir sind wirklich ziemlich weit draußen gerade. Ach so, da sollen wir das bloß abgeben. Na komm, wir fliegen da einfach hin. Henbane River. Okay. Wo ist das? Vielleicht können wir da auch schnell hinreisen. Das ist ganz hier draußen. Ja, komm, ich reiß mal hier hin. Vielleicht können wir uns da... Nee, da gab's jetzt nichts, wo man irgendwie einen Helikopter bestellen konnte.
Ich will einfach jetzt meinen Output ein bisschen erhöhen und da muss ich einfach verschiedene Schritte einsparen. Und ich habe jetzt auch lange an meinem Sound nochmal gearbeitet, in der Zeit, wo ich jetzt so lange nicht da war. Ach, guck mal. Schlauer Zug von der Sekte, sich den Truckstop zu holen. Da gibt's Sprit und Vorräte und die beste Sicht auf eine große Kreuzung. Wir müssen ihn für die Kugas zurückholen. Ah ja, okay. Einfach bloß noch ein weiteres Ziel, was wir befreien können. Danke für deinen Auftritt beim Gefängnis. Ich hab Wissenschaftler. Ach, jetzt weiß ich, wo wir sind. Wir sind hier, wo wir die ganzen Blisspflanzen abgebrannt haben. Positionswechsel. Hab das Ziel gesichtet? Nein, hast du nicht. Ach, Mann. Ich weiß gar nicht, wie es mit unserer Munition aussieht. Ich verliere den Gegner! Kontakt verloren! Na gut. Wir rennen mal ein bisschen querfeld ein. Und, ja, was wollte ich denn noch erzählen? Also so über Serien, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Meat Wagon. Das klingt aber nicht sehr gut. Was ist denn hier drin? Okay. Ihr Wichser! Okay, wir gehen hier drauf. Oder auch nicht. Das war doch ganz gut, der Wurf eigentlich. Ich mag die Waffe hier. Die ist echt gut. Okay, wir müssen durch so einen verdammten Fluss. Aber dort unten gibt es auch noch eine weitere Mission für uns. Ich schleich mal nach. Aua. So, was ist das jetzt hier? Lesen. Der 4. Juli 1963. Clutch Nixon, der größte Stuntman von Montana, erweist den USA eine Ehre, wie nur Gott sie erdacht haben kann. Er fliegt bar jeder Angst durch ein unberührtes Flusstal und feuert schwere Artillerie ab, die an seinem Zivilflugzeug angebracht wurde, auch wenn er nicht abstürzte. Verletzte sich Clutch so am Schädel, dass er fortan vollkommen farbenblind war. Im gleichen Jahr kam es versehentlich zu Rassenunruhen bei der Veröffentlichungsfeier seines ersten erotischen Gedichtbands. Ironischerweise heißen sowohl der Stunt als auch das Buch Old Glory Holes. Und nichts von beiden wurde seitdem übertroffen. Okay. Ja, komm, dann machen wir das. Ich fliege ja so gerne und dann überziehen wir heute auch ein bisschen. Ging das hier nochmal? Ach ja. Ah, super. Ah. Okay, das ist jetzt noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich. Okay, ans Fliegen muss ich mich gerade echt erst noch gewöhnen. Ja, okay. Ich hab's so langsam wieder raus, glaube ich. Nein, nein, hab ich nicht. Fuck. Nein. Nein. Okay. Okay. Wir versuchen das nochmal. Ja, scheiße. Los.
Kann ich es gleich nochmal versuchen? Ja, gut. Okay. Ja, ich muss, ich darf nicht versuchen, mit der Maus zu lenken. Das habe ich eben versucht. Ja, gut. Ah. Wir werden angegriffen. Wir werden zerschossen. Scheiße. Okay. Das läuft ja gut. Ja, also ich habe viel an meinem Sound gearbeitet und ich hoffe, dass ich jetzt auch viel weniger mit der Soundbearbeitung zu tun habe. Ich merke auch, dass hier drüben viel, viel lauter aufgenommen wird. Da muss ich wahrscheinlich nachher nochmal einiges umstellen. Ich bin mal gespannt, ob wir das heute schaffen. Na komm, heb ab. Rase. Okay. Ich stehe auf die Musik, wahrscheinlich kriege ich wieder einen Claim dafür. Aber nicht mehr viel Platz. Das war eng. Ja. Ja, also normalerweise schalte ich ja die Musik immer ab. Ja, oder? Normalerweise schalte ich die Musik immer ab, aber ich glaube, das geht hier nicht. Naja, dann werde ich halt geclaimed. Dieses Ziel war völlig chancenlos. Ah, läuft doch gut. Also, wenn ich wieder so ein bisschen The Hang of It kriege, also wenn ich so ein bisschen wieder... Dann geht's auch. Vor allen Dingen. Bei ihm sieht das so einfach aus. Ist es vielleicht auch einfach notwendig, nachher wieder ein bisschen zu fliegen? Uah. Boah, Scheiße! Okay, ich überlege gerade, ob ich einfach mal ein bisschen spule. Aber eigentlich ist es ja, ey, das gehört zum Spiel, ne? Also es gehört dazu, dass wir auch scheitern. Und das war eben echt ein Manöver, was schwierig war. Ich merke auch, dass ich echt laut aufnehme gerade. Was, ich muss das jetzt alles nochmal von vorne machen? Okay, weißt du was? Obwohl ich jetzt in dieser Folge eigentlich nicht spulen wollte, weil ich ein bisschen knapp bin mit der Zeit, werde ich jetzt zumindest mal bis zu dem Punkt spulen, wo wir eben waren. Ja? Und ja, wenn ich das überhaupt schaffe, wieder. Aber ich krieg immer mehr die, ja. Oder? Ach komm, ich meine, ich überziehe und wir verbringen ein bisschen Zeit miteinander. Ich brauche nicht spulen, oder? Da war nicht mehr viel Platz. Das war eng. Ja, ich hoffe einfach, ich habe jetzt am Ende von... Habe ich eigentlich in der letzten Folge? Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich in der letzten Folge erzählt habe. Wie gesagt, es ist ein halbes Jahr her bei mir. Und ich habe jetzt auch den Fehler gemacht, mir da nicht nochmal groß reinzugucken. Das ist unglaublich. Aber ich glaube, ich habe erzählt, wie es hier weitergeht auf dem Channel, ne? Also ich will jetzt in Zukunft einfach mal ein bisschen vorproduzieren. Dieses Ziel war völlig chancenlos. Also ich will Folgen vorproduzieren und es soll auf jeden Fall immer nur dann ein Let's Play sich mit dem anderen abwechseln, wenn ich mit dem anderen Let's Play fertig bin. Also ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal Far Cry 5 fertig und dann gehe ich aufs nächste über und wenn ich da ein bisschen was vorproduziert habe, dann gibt es da auch wieder neue Folgen. Also dann gibt es wieder zwei, dann gibt es auch zwei Folgen pro Woche. Und okay, ich muss mich gerade konzentrieren, weil wir jetzt ein bisschen wieder an dieser Stelle sind, die so schwierig war eben. Sehr, sehr gut. Okay. Looking good. Hätte er die
Bisschen Konzentration. Was für eine unglaubliche Präzision. Geschafft. Was für eine Meisterleistung. Wir sind ein bisschen über der Zeit, aber es ist nicht so schlimm. Weil ich habe jetzt dadurch, dass ich einiges am Sound verändert habe, und auch einiges am, einfach das hier mit dem Mikrofon nicht mehr machen muss, weil das hat wirklich immer ein bisschen Zeit gebraucht. Was habe ich jetzt dafür bekommen? Ach so, einfach bloß. Okay. Na gut. Aber wir wollten hier ja noch was befreien. Ist das jetzt schon wieder deaktiviert worden? Ja. Okay. Gut. Aber unsere Folge ist auch gerade vorbei. Also dann haben wir jetzt nochmal so ein schönes Race gemacht. Du bist... Ein Puma? Guck mal, ich habe eine Puma-Haut. Okay, ich gehe ganz kurz ins Pausenmenü. Und ich werde groß. Und also wieder ein bisschen konfus gewesen, aber es ist auch dem geschuldet, dass ich jetzt gerade einfach ein bisschen, einfach in die Aufnahmesession reingegangen bin. Es ist übrigens nachts um 4 bei mir, also hab ein bisschen Verständnis für mich, aber hast du ja immer. Okay. Ich sage jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib dem Like-Button, was er verdient. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin bleibst du so cool, wie du bist. Ich bleib so cool, wie ich bin. Und sage bis dahin, ciao. Give me that profile. Hier ist wieder Colentos und ich sage, welcome back to Ghost of the Tale. Zu unserer finalen Folge. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Die Toten erwachen zum Leben, sie steigen auf, ein grünes Feuer brennt. Und die Toten sind natürlich nicht erbaut, hier einen Lebenden zu sehen. Und deshalb muss ich jetzt erstmal abhauen. Das ist so episch. Das ist so unfassbar episch. Nein! Was? Ja, sehr gut, Golo. Mach ihn alle.